Und das nächste Ding ist, ich kann mir gar keine Portale aktuell leisten. Ich habe nämlich keine Kerne. Und selbst wenn ich welche hätte, würde ich die eher investieren in eine zweite Schmelze und einen zweiten Kohleminer. Brauche ich vom Gefühl her irgendwie dringender, weil das dauert so lange, bis man da mal durch ist mit dem Durchschmelzen. Das mag ich nicht so. Achso, war auch normales Holz. Ja gut, wenn ich eh voll bin, lasse ich die Birke stehen. Können wir uns später auch noch holen. Brauchen wir sowieso immer wieder. Ich will noch ein bisschen mit diesem Kochtopf rumspielen, mit dem Fermentierer. Mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Wobei ich sagen muss, jetzt wo da schon das zweite Haus steht, langsam sieht es ganz cool aus, wenn man herkommt. Also irgendwie gefällt es mir. Fermentierer. Der ist ganz schön groß. Aber natürlich, wenn wir nach Hause kommen, möchte ich erstmal was trinken. Was könnte ich fermentieren? Himbeeren sind es schon mal nicht. Ich gucke auch hier mal ein bisschen rein. Generell, dass es hier wieder warm wird. So, ist ja eine Riesenbude. Die kühlt schnell aus. Ich habe gestern... Lass mich raten, ich muss das hier zusammen kochen. Und dann muss ich es in den Fermentierer packen. Ein Giftwiderstand. Ich würde das mit der Ausdauer finde ich geil. Honig, Himbeeren, gelber Pilz. Müsste ich eigentlich alles haben. Okay, hat bloß für einmal gereicht. Oh. Und jetzt kann ich hier... Als ob, wie geil. Also wir müssen auf jeden Fall sehr viel mehr Honig farmen. Gelbe Pilze, dafür müssen wir halt in die Dungeons. Himbeeren ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Finde ich voll cool. Und ich schätze mal, das Essen ist auch noch geiler, oder? Was wir da jetzt kochen können. Wehe, wenn nicht. Hör doch mal auf damit. Ach, du bist es, du kleine hässliche Potsau. Komm her. Komm an Land. Weißt du was? Ich boxe dich einfach K.O. Elendes Stück Scheiße. Okay, ich baue uns hier eine Werkbank ans Ufer. Mit der wir das immer machen können. Oh, jetzt habe ich nicht genug Holz dabei. Ich hasse es. Ich gehe Holz holen. Vor allem gehe ich hier auch gleich was nachschmeißen. Vielen Dank dafür. 5 Kohle noch und das restliche. Warte mal, wie viel Erz haben wir denn noch? Okay, es lohnt sich. So, 5 Kohle.
Ich bin so schwer, aber ich habe auch noch Zink dabei. Hallo. Nein. So. So hätte ich das gerne gehabt. Dann geht das hier auch wieder schön auf. Und ich kann hier ganz gemütlich meine Werkbank hinsetzen. Kann ich die danach mit Erde zuschütten, dass sie einfach nur da ist und man sieht sie nicht? Weil das wäre grundsätzlich halt eigentlich echt cool. Okay, das war knapp, das war wirklich sehr kaputt. Also, wir sollten also wirklich kochen. Ich guck mal kurz. Was brauche ich denn dafür? Für dieses Wildschwein-Ding zum Beispiel. Wildschwein-Dörrfleisch. Wildschwein und Honig. Kann ich aktuell noch 4 Stück machen? Warum nicht? Das hier räume ich erstmal auf. Warte, die Pilze kann ich jetzt auch da lassen. Mehr habe ich nicht. Warte, ich kann hier aufwerten? Ich kann hier nicht wirklich was aufwerten, oder? Das steht bloß da. Das ist so ein Standard-Menü-Ding. Hoffen. Das Schöne ist, ich kann gleich mal eins essen. Wenn die Himbeere weg ist. Okay, geht automatisch. Nice. Und wir werden ja mit Sicherheit noch mehr Rezepte bekommen. Ich weiß bloß nicht, womit ich das aufwerten soll. Und geringe Ausfallfermentierung. Ja gut, das wird halt, denke ich mal, ein bisschen dauern. Das Ding können wir jetzt eigentlich wieder dorthin räumen, wo es hingehört. Mache ich mal schnell. Wie kann die Schmiede schon wieder fertig sein? Achso, die Schmelze tut so, als wäre sie fertig und dann geht sie einfach wieder an. Ah, okay. Konnte ich ja nicht wissen, dass das so läuft. Oh, ich freue mich darüber voll, das ist geil. Ich will viel mehr Rezepte. Viel mehr Rezepte. Wo? Ach da. Der läuft doch einfach an mir vorbei. Der Idiot. Also im Endeffekt, denke ich, werde ich hier jetzt noch so ein bisschen bestücken. Ich glaube, viel mehr werden wir heute gar nicht machen. Wir haben auch trotzdem viel geschafft. Wir haben ein komplettes Haus gebaut, was ich immer noch sehr hübsch finde. Wir haben ordentlich Erze geschürft, zumindest für meine Verhältnisse. Neue Sachen ausprobiert, alles in allem. Ein sehr gelungener Tag. Ach ja, und wir haben am Haus ja auch tatsächlich weitergebaut. Auch wenn es immer noch sehr dunkel ist. Die Werkbank brauche ich ja nicht mehr. Gibt es eigentlich, was ist denn sonst noch dazugekommen? Ein Kartografietisch. Das werden wir halt gar nicht brauchen, auch wenn es irgendwie lustig ist.
Dafür möchte ich meine Sachen gerade nicht unbedingt verschwenden. Ein Stuhl. Was? Das ist doch keine Holzbank, das ist ein einfacher Stamm. Na komm, Berserkerchen. Junge, bleib doch mal stehen, wenn wir kämpfen. Du hässlichen. Ja, die Möbel geben Gemütlichkeit. Okay. Das heißt, ich kann die ja an sich einfach jetzt hier mal reinstellen und niemand interessiert, wie das ausschaut, oder? Nur für Gemütlichkeit. So ein Tisch zum Beispiel. Ich habe nicht mehr so viel Edelholz. Das ist das Problem. Einfach alles rein. Perfekt. Wehe, im Nachhinein beschwert sich irgendjemand, dass das scheiße ausschaut. Was ist denn das für ein... Alter, was... Das ist doch kein Tisch. Das ist ja... Da kann ich meine Füße hochlegen. So, da kann man sich schön hinsetzen. Okay, hab ich. Ach, halt echt. Ach, da. Oh. Entschuldigung, ich bin manchmal dumm. Ich kann eigentlich nichts dafür. Zumindest nicht viel. Ich gehe jetzt aber nicht dafür extra Edelholz holen. Aber man kann sich hier noch schön ans Feuer setzen. Schon gemütlich 7. Hier ist gemütlich 6. Wie ist es am Bett? 7. Wie weit kann man das maximal hochpushen? Ich glaube, bei 7 ist Schluss. Ich glaube, bei 7 ist Schluss. Auch wenn meine Banksammlung hier wirklich toll war. Okay, dann macht das also wirklich Sinn, dass ich hier vielleicht nicht einfach nur leere Räume habe. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Vielleicht dekorieren wir beim nächsten Mal einfach. Das wäre nicht so schlecht. Ich habe aber schon 9... Hast du nicht. Gibt's nicht. Wahrscheinlich, wenn man kombiniert und auch Licht. Würde ich jetzt vermuten. Cool, cool. Oh, ja. Es ist aber auch ein langer Tag gewesen. Ich leg mich mal schlafen. Du stellst ein, Arbeit für den... Ja, stimmt, habe ich gemacht. Ich plane Arbeit für den nächsten Stream. Nicht Tag, aber ja, so ähnlich. Und wir sind 14 Minuten ausgeruht. Vorher waren es, glaube ich, 5 oder 6. Ja, voll gut. Richtig lohnenswert. So, der Kohlekarren. Ach, und Inventar wollte ich ja auch noch ausmisten. Statt hier schon wieder blöd in der Gegend rumzulaufen. Das vergesse ich leider jedes Mal, dass ich was machen wollte. Meistens vergesse ich halt auch, was ich machen wollte. Wir haben nicht mehr so viel Kupfer. Aber die Kupferaxt kann ich ja nicht weiter aufwerten. Aber ich könnte doch die Bronzespitzhacke aufwerten. Mmh.
Aber 5 Bronze, ich meine, dann sind halt schon wieder 10 Zinn weg. Andererseits sollten wir es wirklich dringend tun. Ich räume auf, ich nehme dann Edelholz mit und dann schauen wir, dass wir die vielleicht sogar noch auf Stufe 3 bekommen. Ich wollte den Ofen nochmal anschmeißen. Ach, ich bin zu doof. So. Nein. So. So. Die Blümelein haben wir hier. Das Harz haben wir hier. Der eine Stein. Ganz toll. Ich schmeiße es jetzt trotzdem damit rein, weil mich das nervt. Davon werden wir vermutlich 2 brauchen, weil wir noch 2 Stufen aufwerten können. Soll ich wirklich 20 Zinn insgesamt verwursten, nur damit wir das Ding da fertig bekommen? Ich habe da fast ein schlechtes Gewissen. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an. Schon wieder alles rauszublasen, was wir haben. Nachdem ich so mühsam gesammelt habe. Ja, schon. Ja, eigentlich schon. Und wir arbeiten ja gerade, also wir machen das ja eigentlich auch, damit wir dann, damit das noch schneller geht. Oh Mist, jetzt habe ich schon wieder... Ich habe schon wieder falsch rumgedacht. Entschuldigung. Ich denke immer 2 Zinn, 1 Kupfer. Irgendwann merke ich mir das noch. Dann ist halt das Kupfer fast weg. Ach komm, scheiß drauf. Wen juckt's? Und dafür hier. Kann ich mir das überhaupt noch leisten? Wegen einem einzigen Kupfer. Ich nehme alles zurück. 6. Und 3. Aber habe ich gesehen, dass ich auch noch ein Edelholz mehr brauche? Nicht Edelholz, ein Kernholz. Kann das sein? Oh, bitte sag, dass ich mich verschaut habe. Och, leck mich doch am Arsch. Eine Spitzhacke hat einen Griff. Wofür braucht man da 2 Stämme? Zum Aufwerten. Also, die Spitzhacke an sich ist ja vor allem schon da. Verstehe ich nicht. Aber gut, es muss eben schwierig sein. Das Ding dampft aber ganz gut. Ist das gesund, wenn ich das in meinem Wohnhaus habe, diese Dämpfe? So, komm her. Oh ja. Also Stufe 4 haben wir noch nicht. Das hier wäre halt auch alles noch interessant, aber... Da müssen wir noch lange, lange sammeln. Können wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin räumen wir hier noch ein bisschen um. Na, solange das da oben ist, ist es mir egal, oder? Also ich sterbe hier drin jetzt nicht qualvoll, oder? Ach, wird schon schief gehen. Kohle haben wir langsam auch.
einen gewissen Vorrat. Ich wollte gerade genug sagen, wir haben nie genug. Der ist auch gleich leer. Dann machen wir den einfach direkt wieder voll. Wie schaut es hier aus? Noch drei, das dauert ein bisschen. Wie viel haben wir noch? Neun. Ja, dann kippe ich da langsam nach. Insgesamt noch 18 Kohle. Und wenn das alles aus dem Inventar raus ist, sind wir hier durch. Hallo, mach den Ofen wieder an. Es ist genug Material da. Warte, die Kohle, die ich hierfür brauche, lasse ich da gleich liegen. Ach, ist bloß noch eins. Ja gut, dann warte ich kurz. Da kann ich noch ganz kurz drauf warten. Dankeschön. Dann kann ich hier die Kohle auch wieder aufräumen. So. Ich habe zumindest das geschafft, was ich heute schaffen wollte. Drei Honig, ein Honig, ein Honig. Sollte ich die vielleicht eher auf den Boden stellen? Ich habe das Gefühl, dass wir hier Honigverluste fahren. Boah, ich brauche da eine komplette. Ich brauche eine Honigkiste. Ich brauche eine Kiste nur für Beeren. Ich brauche halt für alles eine einzige Kiste. Das wird noch interessant. Solange die. Ach. Wie lange dauert das, bis das fermentiert ist? Ich will aufs Fass. Und ich brauche jetzt auch nicht irgendwie erst den Krug, damit ich mir das herausziehen kann, oder? Andererseits bestimmt brauche ich den Krug. Was brauchte ich denn für den Krug? Ein oder zwei Ingame-Tage? Wow. Kann ich ja, aber ich kann da hoffentlich mehr als eine Portion reinpacken, oder? Ich kann das Ding schon voll knallen. Ich weiß nicht, warum ich damit kämpfen sollte. So, drüben noch schnell reparieren und dann... Da kommen wir zum Ende für heute. Oh, warum kann ich das nicht einfach liegen lassen? Warum muss ich es immer aufräumen? Ich komme da einfach nicht aus meiner Haut. Schiff, mach bitte keine Faxen. Klar, lauf einfach nochmal wegen einem Barren. Hast du recht. Das nervt mich ein bisschen, dass das einfach durch die Wellen ja schon kaputt geht. Wo soll ich denn das sonst... Ach, das... Diese verfluchten Nixen, lass doch einfach... Lass doch einfach mein scheiß Schiff in Ruhe. Was ist denn mit dir? Kann ich eigentlich? Ich kann, glaube ich, keine Fische killen, oder? Aber es wäre so cool. Nee, ich glaube nicht. Ob man wohl irgendwann angeln kann? Das wäre schon irgendwie eine geile Sache.
Oh, gemütlich 7, ich freue mich darüber. Es ist einfach so gemütlich. Doch, kann man, klappt aber. Fisch gibt übelst Boost. Man kann angeln. Ich habe das Rezept aber, glaube ich, noch nicht, oder? Ich habe jetzt hier zumindest noch keine Angel irgendwo gesehen. Eine Harpune vielleicht. Das könnte auch funktionieren. Aber davon sind wir noch ganz weit weg. Ganz, ganz weit. Also gut, dann würde ich sagen, ich möchte wieder im Bett ausloggen. Das mache ich am liebsten. Dann sehen wir uns spätestens nächsten Mittwoch wieder zu Valheim oder Freitag Cyberpunk oder was auch immer. Warum wird das heute nicht angezeigt? Vielen Dank für dein Follow. Ja, an der Stelle natürlich für YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.